Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und Toshi da für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount bzw. Achievement Guide präsentieren. Und zwar geht es hier um dieses schicke Mount, überlassener Sandhuscher. Und dieses kriegen wir einmal für ein Achievement. Und zwar haben wir das hier einmal unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und das Achievement heißt Sperrstunde. Und dafür müssen wir einiges hier machen. Und zwar helft den Zeitwandler, indem ihr die folgenden Erfolge abschließt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 insgesamt. Und dann gibt es dieses schicke Mount. Ich würde sagen, wir gucken mal rein, was wir da alles machen müssen. Bevor wir jetzt mit den Achievements loslegen, noch eine kleine Info am Rande. Das Ganze soll nur ein grober Überblick über die Erfolge sein. Wenn ihr mehr Details zu den einzelnen Erfolgen braucht, dann habe ich zu diesen allen schon ein extra Video jeweils gemacht, wo wir ein bisschen mehr ins Detail geht. Das Ganze werde ich euch verlinken, da könnt ihr reingucken. Aber gut, jetzt fangen wir wirklich mit den Achievements an. Der erste Erfolg ist einmal hier, wir machen die Zukunft und dafür müssen wir Folgendes machen. Tötet jedes der Monster der Primalisten im Zorn des Sturms in der Zukunft der Primalisten. Und da müssen wir einmal durch ein Portal, das ist hier oben auf den Koordinaten 59, 82. Und dann könnt ihr hier das Portal aktivieren. Das habt ihr aber nur, wenn ihr hier die Zone auch durchquestet. Ne? Also das müsst ihr natürlich vorher machen, sonst könnt ihr das nicht. Und hier beginnt dann ein Event, was ihr spielen könnt. Aktuell ist es, so wie ich es sehe, nicht aktiv. Da müsst ihr dann hier so mehrere Portalmobs quasi, Mobwellen töten. Und dann spawnt am Ende ein Boss und ihr müsst halt diese ganzen Bosse quasi killen. Ja? Aber dazu habe ich auch nochmal ein ausführliches Video gemacht, wie dieses Event hier funktioniert, falls ihr da noch Schwierigkeiten habt. Dann haben wir als nächstes Chronograd-Chronosseur. Und dafür müssen wir in den Zeitrissen quasi die jeweiligen Endbosse töten. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die Zeitrisse finden immer hier unten statt. Ihr seht hier auch einen Timer. Das war, jetzt muss ich gerade überlegen, das war immer zur vollen Stunde müsste das sein. Und wenn ihr am Anfang dieses kleine Event spielt, ne, könnt ihr am Ende dann einmal ein Portal betreten. Ich glaube so um die 10 Minuten oder so, nachdem das Beginn-Event gestartet ist. Und wenn ihr den Boss umhaut, dann könnt ihr dementsprechend einen hier abhaken. Und ihr müsst halt alle von den Bossen einmal töten. Mehr ist es nicht. Als nächstes haben wir das Achievement Winzige Menagerie. Und dafür müssen wir insgesamt 6, 7 Pets besorgen aus den Zeitrissen. Die können da, wenn dann, droppen. Oder wenn ihr Pech habt, die Händler, wo ich jetzt vorher stand, hier unten, da könnt ihr euch die auch kaufen. Ne? Also ihr kriegt, während ihr die Zeitrisse spielt, auch Währung. Und über die Währung könnt ihr euch die kaufen oder die droppen. Da müsst ihr halt gucken, wo ihr die schneller herkriegt. Dann haben wir als nächstes gesichert und geladen. Und dafür müssen wir eine Reihe von Waffen während den Zeitrissen abfeuern. Und ja, während hier die Zeitrisse am Start sind, gibt es bei bestimmten Zeitrissen, also ich habe ja vorhin erklärt, das sind verschiedene Angriffe in Anführungszeichen, sind dann Waffen, die auf dem Boden liegen, die könnt ihr anklicken und die müsst ihr einfach einsetzen. Ja? Ich meine, das wird so auf der Minimap auch angezeigt, wo diese Waffenbehältnisse sind, dass ihr die einfach alle einmal durchprobiert und dann kriegt ihr das Achievement. Dann haben wir als nächstes Dämmerung des Ewigen, Galakrons Sturz. Und dafür müssen wir einfach quasi Iridikon in der Dämmerung des Ewigen töten. Das ist das Mega-Dungeon, was hier oben ist. Und dafür müsst ihr einfach den Boss umhauen. Da müsste es sogar auch gehen, dass ihr HC queued im Dungeon-Browser. Also da müsst ihr theoretisch nicht mehr das ganze Mega-Dungeon durchmachen. Weil es jetzt gerade gut passt, nehmen wir das andere auch noch mit. Dämmerung des Ewigen, Murusuns, irgendwas. Dafür müsst ihr quasi Deos töten, also den richtigen Endboss, also den zweiten Teil. Also wenn ihr das Mega-Dungeon lauft, kriegt ihr beide Bosse. Wenn ihr jetzt quasi HC oder M+ macht, ne, dann ist es so, dass ihr beide Teile laufen müsst. Dann haben wir als nächstes geprüfter Zeitreisender. Und hierfür müsst ihr einfach einen Zeitriss abschließen. Das macht ihr, indem ihr den Boss am Ende tötet, aber ihr braucht ja eh alle Bosse, deswegen ist das eigentlich schon mit inbegriffen. Als nächstes haben wir hier Tu nur meine chronologische Pflicht. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Schließt während Zeitrissen 100 Aufgaben für Soridormi ab. Und die Aufgaben könnt ihr immer in der ersten Phase abschließen, indem ihr quasi hier außen rumlauft. Ihr kriegt dann immer eine Aufgabe, tötet irgendwelche Mobs, klickt irgendwas an. Da müsst ihr 100 Stück machen. Und der zweite Teil ist ja immer da, wo das Portal kommt und ihr dementsprechend den Boss töten könnt.
Dann haben wir hier noch das Achievement kollabierte Realität. Und dafür müssen wir in einem einzelnen Zeitriss quasi 7500 Temporalessenz erlangen. Und wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war das so, wenn der Zeitriss startet in der ersten Phase, habt ihr oben einen Balken und abhängig davon, wie weit ihr mit den kompletten Leuten, die bei eurem Zeitriss dabei sind, den Balken auffüllt, kriegt ihr halt einen besseren Belohnungssack. Und ich meine, die 7500 war der maximale Sack, also dass man es auf epischer Qualität hat. Heißt wiederum, wenn ihr da das komplett auffüllen wollt, sollten da ein paar Leute sein, sonst wird es halt schwierig, wenn ihr es alleine macht. So, dann haben wir noch das letzte Achievement und das heißt einmal, ob groß, ob klein, Eichhörnchen sein ist fein. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Antwortet auf So Stormys Bitte, das flauschige Fell zu streicheln, das ihr vom Zeitriss erhaltet habt. Das war, meine ich, so, einer von diesen Zeitrissen hatte ein Item, das man looten konnte, beziehungsweise anklicken konnte, wo man so ein weiches Fell gekriegt hat. Und dann muss man zu Stormy hinlaufen und so einen Dialog auswählen. Und dann gibt es das Achievement. Aber wenn ihr das nochmal genau sehen wollt, da habe ich auch ein Video zu gebastelt. Dann sind wir auch mit dem Achievement Guide durch. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen und mit eurem Mount. Und dann sehen wir uns gern beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.